Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Guild Wars 2 Erfolgsguide. Hier mit dem neuen Erfolg perfekte Vollstreckung auf der neuen Karte Sidorik im Gebiet Saedras Hafen. Wir haben zwei Möglichkeiten, diesen Erfolg zu erledigen. Erstens, wir können drei Quaggans eskortieren zu ihren jeweiligen Endpunkten. Mehr muss man nicht erklären. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir einen Dorfbewohner retten vor der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Für dieses Event müssen wir dem Weißen Mantel die Kontrolle über Saedras Hafen lassen. Wenn dann dieser dann die Kontrolle besitzt, erscheint dieses Event. Während dieses Event erscheint, erscheinen auch Fackelträger, die den Scheiterhaufen immer wieder anbrennen wollen. Diese müssen wir töten. Der Dorfbewohner auf dem Scheiterhaufen besitzt eine gewisse Lebenspunktanzahl. Sollten diese auf Null sinken, ist das Event gescheitert und wir haben den Erfolg nicht bekommen. Sollten wir es schaffen, alle Fackelträger innerhalb dieser Zeit, glaube ich, war es zu besiegen, haben wir diesen Erfolg geschafft. Ich hoffe, euch hat es wieder mal wieder geholfen. Wie immer, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann, haut rein, Leute. Ciao, ciao.